Kein, nicht und nie. Um diese Wörter der Verneinung geht es heute. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu meinem zweiten Video von Bewusste Sprache Online. Ich bin Georg Ecker und heute spreche ich über die Wirkung von Negationen. Gerne mache ich ein typisches Beispiel aus der Gastronomie. Ein Auszubildender geht mit einem Tablett voller Gläser durch den schön gedeckten Speisesaal. Der Oberkellner sieht das und sagt: Lass ja das Tablett nicht fallen. Was meinst du, was dann mit großer Wahrscheinlichkeit geschehen wird? Verneinungen können in sensiblen Situationen folgenschwere Fehlreaktionen hervorrufen. Warum ist das so? Das Unterbewusstsein kennt keine Verneinung. Es kennt nur den direkten Weg. Wörter wie kein und nicht blendet das Unterbewusstsein regelrecht aus. In diesem Beispiel ist es dann so, dass beim Auszubildenden der Satz ankommt: Lass das Tablett fallen. Hier ist meine Anregung für den Oberkellner. Sag zum Lehrling: Fabian, sei achtsam und halte das Tablett gut fest. Und hier ist mein Tipp für dich. Lass im Sprachgebrauch die Negationen weg und formuliere von jetzt an zielorientiert. Willst du mehr erfahren? Dann klicke hier auf den Button und bestelle mein Buch, Das sprachliche Tafelsilber. Du kannst dich auch gerne mit mir persönlich oder mit einem meiner Kollegen in Verbindung setzen, entweder über das Lingua Aeterna Institut oder über die Dozentenvereinigung von Lingua Aeterna. Wir freuen uns, von dir zu hören.